Sollte man besser Gold oder doch besser die Nasdaq, also die großen US-Tech-Werte, kaufen jetzt? Das ist eine Frage, die ich in diesem Video beantworten will oder zumindest einige Anregungen geben will. Und dieses Video, das ist entstanden in Kooperation mit directtrade.com. Schnell lernen und günstig handeln. Kommen wir zunächst mal zu dem Komplex Gold. Was spricht für Gold? Welche Argumente gibt es pro und welche gibt es vielleicht kontra? Zunächst mal haben wir ja das Thema Verschuldung. Die Welt verschuldet sich immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und wir werden wahrscheinlich jetzt bald eine Verschuldung der Welt haben, die höher ist als im Zweiten Weltkrieg. Damals im Zweiten Weltkrieg musste ja wahnsinnig viel Geld gedruckt werden, um diese massiven Schulden zu finanzieren, die man eben aufnehmen musste, weil man Rüstungsgüter produzierte, weil man unglaubliche Kosten hatte durch diesen Krieg. Bald sind wir also sozusagen über dem Niveau des Zweiten Weltkrieges, eigentlich unvorstellbar. Schulden machen vor allem die USA. Hier sehen wir eine Projektion aus dem Januar 2020 des offiziellen Budgetkomitees der USA. Und die sagen, bis 2050 werden wir ungefähr bei 180% des BIPs Verschuldung liegen. Das war, wie gesagt, vor der Corona-Krise. Und jetzt mit und in der Corona-Krise wird das Ganze ja immer krasser. Wir sehen, dass die Amerikaner im zweiten Quartal wohl ein Minus machen von 24,6%. Erinnern wir uns noch an die ganz alten Tage, als es mal die Maastricht-Kriterien hier in Europa gab, minus 3% zum BIP, so als Maximum, sonst hat man ein Defizitverfahren an den Hals bekommen. Die Amerikaner sind ein bisschen drüber, Tendenz steigend, weil immer mehr Geld gepumpt werden muss, um die Wirtschaft vor dem Kollaps zu bewahren in der Corona-Krise. Und das ist natürlich zunächst mal ein Argument für Gold, denn Gold ist nicht beliebig vermehrbar. Schulden gibt es aber auch andernorts. Was wir hier sehen, ist China. China hat insgesamt, also mit den Unternehmen zusammen, die im Reich der Mitte angesiedelt sind und meist staatlich sind, eine Verschuldung von über 300% zum BIP. Dagegen ist Griechenland praktisch ja ein Musterknabe fast dagegen. Das heißt, wir sehen, das ist wirklich ein globales Phänomen, dass die Schulden immer weiter nach oben gehen. Und die Notenbanken, die reagieren auf diese ganze Geschichte, indem sie die Bilanz immer weiter ausweiten, ausweiten, ausweiten. Die großen Notenbanken dieser Welt haben jetzt inzwischen eine Bilanzsumme von um und bei 21 Billionen Dollar, ein Drittel davon etwa alleine die Fed. Und natürlich, das ist eine Geldvermehrung, die da stattfindet, die natürlich normalerweise dem Gold guttun müsste, denn Gold reagiert meistens eben auf das Geldmengenangebot, es reagiert auf Inflation, es reagiert auf Deflation. Inflation ist für Gold ja immer gut, weil Gold eigentlich ein wunderbarer Hedge ist eben gegen diese Inflation. Gold kann nicht beliebig vermehrt werden, Papiergeld kann es. Und das spricht zunächst mal für Gold. Aber noch ein kurzer Hinweis, den ich hier geben möchte auf die Plattformen, mit der Sie zum Beispiel Gold oder auch den Nasdaq handeln können, nämlich die MT5-Plattform von Trade.com, also praktisch MetaTrader 5, kennen viele vielleicht von Ihnen. Und es gibt auch eine webbasierte Plattform. Beide eignen sich dazu sehr gut. Jetzt kommen wir zum Nasdaq und stellen mal ein paar Anhaltspunkte hier zur Verfügung, was da eigentlich der Fall ist. Wir sehen ja diese fünf großen US-Aktien, eine Apple, eine Microsoft, eine Amazon, eine Google, wie sie alle heißen, die haben eine solche Gewichtung inzwischen im S&P 500, dem Leitindex der Welt, wenn man so will, wie noch nie in der Geschichte, beziehungsweise wie seit den 1970er Jahren nicht mehr. So weit reicht die Geschichte ja dann doch zurück bis zu den 1970er Jahren. Wir waren schon mal noch schwergewichtiger in einzelnen Bereichen, Finanzsektor, Energiesektor, zum Beispiel in den USA. Aber Tenor ist, wir haben eine unglaubliche Marktdominanz von ganz, ganz wenigen Unternehmen. Und wenn wir uns mal anschauen, dass die sogenannten FAANG-Aktien, also das sind Google, Microsoft, Apple, Nvidia, Netflix, wie sie alle heißen, die haben inzwischen eine Marktkapitalisierung, die so hoch ist wie das BIP Deutschlands und Großbritanniens zusammen. Ist das gerechtfertigt? Große Frage. Schauen wir uns aber mal an, dass der S&P und der Nasdaq und damit der Tech-Sektor insgesamt gestern einen neuen Rekord geschafft hat, nämlich einen neuen Rekord in der Bewertung gegenüber dem S&P 500. Das hatten wir zuletzt auf dem absoluten Hochpunkt der Dotcom-Blase des Jahres 2000. Also hier sind schon ein paar Extreme der Fall, was die Bewertungen betrifft. Klar, die Zukunft gehört, da sind wir uns einig, natürlich solchen Unternehmen wie Amazon, Microsoft und wie sie alle heißen.
Aber man darf nicht vergessen, dass da eben Risiken der Fall sind, nämlich zum Beispiel Regulierung. Was, wenn zum Beispiel eine andere Regierung in den USA an die Macht kommt, die sagt, nee, also ihr seid uns zu dominant. Es gibt ja schon diese Tendenzen, dass man Kartellverfahren einleitet, dass man sagt, so geht das nicht weiter, diese Unternehmen sind zu mächtig, es droht also eine Aufspaltung und das würde die Bewertung möglicherweise stark beeinflussen. Das ist ein Punkt, der natürlich hier als Risiko immer wieder im Raum schwebt, wie ein Damoklesschwert so ein Stück weit über diesen Tech-Werten hängt. Und wir haben dann vor allem auch einen Fakt, der meines Erachtens sehr, sehr wichtig ist. Wir sehen hier oben den Nasdaq, der immer weiter steigt auf ein Allzeithoch. Und wir sehen unten den Bankenindex in den USA und der sieht ganz schlecht aus. Das heißt, wir haben eigentlich das Herz der Wirtschaft, wenn man so will, nämlich die Banken, die praktisch das Verteilsystem von Kapital sind, denen geht es offenkundig nicht so richtig gut. Und das ist vielleicht ein nicht so gutes Omen auch für die Aktienmärkte längerfristig insgesamt. Dementsprechend sehe ich da schon ein paar Risiken angesichts der aktuellen Bewertungssituation, was die Tech-Werte in den USA betrifft, was also den Nasdaq betrifft. Klar, es kann immer noch weitergehen. Im Jahr 2000 sind wir immer weiter gestiegen oder 1999, aber es gab dann eben ein durchaus böses Ende. Schauen wir uns mal an, wie jetzt beide zuletzt performt hatten. Was wir hier sehen, das ist Gold. Und wir sehen in dieser Corona-Krise im März, als die Märkte insgesamt abverkauften, wurde auch Gold abverkauft. Warum? Weil viele wahrscheinlich Long-Positionen, gehebelte Long-Positionen in Gold hatten, dann auf der Aktienseite unter Druck kamen, Margin-Calls bekamen und dementsprechend auch ihre Gold-Positionen, die eigentlich Absicherungspositionen waren wahrscheinlich, glattstellen mussten, verkaufen mussten. Dementsprechend sehen wir, dass hier es deutlich nach unten ging. Das ist ein Risiko bei Gold, das man erwähnen sollte. Es gibt mehr Papiergold, deutlich mehr Papiergold, also Derivate auf Gold, als physisches Gold. Das ist ein kleines Problem, das man durchaus eben in solchen Marktsituationen dann sieht, wenn es an den Aktienmärkten nach unten geht, wenn Risikoaversion passiert. Und dann ist Gold, der Goldpreis auch in Gefahr zu fallen. Anders ist es für diejenigen, die physisches Gold haben, die sagen, ich habe physisches Gold, weil ich ein gewisses Misstrauen über das Geldsystem habe, diese unendliche Ausweitung von Papiergeld. Da kann man sagen, okay, das ist wie eine Versicherung, da kann ich 10, vielleicht 20, vielleicht 25% in meinem Depot halten und es passiert nichts on the long run, weil das ja sozusagen für mich nur eine Art Versicherung ist. Schauen wir uns auch mal den Nasdaq an, der jetzt ja auf einem neuen Allzeithoch agiert, gestern wieder auf einem Allzeithoch geschlossen. Wir sehen, da ging es natürlich auch scharf nach unten und jetzt ist es sehr, sehr scharf nach oben gegangen. Die Frage ist, kann das so weitergehen? Wir haben natürlich einen Trend im Rücken bei den Tech-Werten, gar keine Frage, aber es werden auch bald chinesische Tech-Werte vielleicht nach Europa kommen und immer stärker hier Konkurrenz werden für die großen Player Microsoft, Amazon, Google, wie sie alle heißen. Dementsprechend sehe ich die größeren Risiken bei den Tech-Werten und die größere Sicherheit insgesamt bei Gold, vor allem wenn man sich physisches Gold ins Depot legt und das am besten nicht in einem Schließfach bei der Bank hat. Das war ein kurzer Einblick in die Frage, sollte man jetzt Gold oder besser Tech-Werte kaufen? Ich hoffe, Sie haben ein wunderschönes Wochenende und sage Servus und Ciao.